Hallo zusammen, hier sind Wolf Fuß und Frank Buschmann und wir begleiten die heutige Partie aus der Liga für Sie. Hoffentlich bekommen wir heute ein gutes Spiel zu sehen. Die Fans machen auf jeden Fall schon mal richtig gute Stimmung. Und heute heißt es also Borussia Dortmund gegen Ingolstadt. Was kriegen wir heute vom BVB zu sehen, Buschi? Ich bin wirklich gespannt, was in dieser Saison möglich ist. Aktuell sieht es gut aus, dass sie nächstes Jahr im Champions Cup spielen. Das wäre natürlich ein großer Erfolg für den Club. Mit Marco Reus haben sie einen unglaublich torgefährlichen Mittelfeldspieler in ihren Reihen. Kein Wunder, der Nationalspieler ist sehr, sehr schnell, verfügt über eine tolle Ballbehandlung und hat dazu ja noch, das wissen wir, einen tollen Abschuss. Das dürfte ein wichtiger Faktor in diesem Spiel sein. Und so tritt der BVB heute also an. Taktisch sieht das bei Ihnen nach einem 3-4-3 aus, Buschi. Und damit können wir uns, so vermute ich zumindest, auf sehr, sehr viel Flügelspiel einstellen. Also eine wichtige Rolle für die Außenstürmer. Und jetzt sehen wir hier also die Aufstellung der Gäste heute. Ganz schneller Blick auf die Formationen. Da sehen wir bei Ihnen heute ein 5-4-1 mit Raute. Das Ganze allerdings relativ breit. Sie haben viele Optionen, können das übers Zentrum, aber auch über die Flügel regeln. Das größte Stadion in Deutschland ist der Signal Iduna Park. Oder wie Traditionalisten bis zum heutigen Tage sagen, das Westfalenstadion. Ja, Wolf, und es sind ja nicht nur die mehr als 80.000 Plätze, die man da nennen muss. Es ist vor allem die Stimmung, die da von der Südtribüne der gelben Wand ausgeht. Das macht einen Besuch im Stadion einfach unvergesslich. Guerrero. Jetzt Marco Reus. Das könnte gefährlich werden. Gonzalo Castro, brillant gemacht. Das ist ihr erster Torschuss und direkt der erste Treffer. Das nenne ich effizient. Klasse Treffer hier, da hat alles gepasst beim Abschluss. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. Nur 5 Minuten hat es gebraucht. Da ist hier das 1:0 gefallen. Tisserand. Wird das eine Torchance? Gute Aktion. Da verlieren sie den Ball. Da wäre mehr drin gewesen. Dembélé. Gute Idee. Versucht den Doppelpass. Martin. Suttner. Und jetzt ein Zweikampf. Also das muss man einfach besser können. So ist der Ball gleich weg. Klasse Technik. Guerrero. Spielt den Ball direkt zurück. Reus. Und der BVB auf dem Weg nach vorne. Sie haben den Ball. Sie passen den Ball gut, aber jetzt brauchen sie mal eine überraschende Aktion. So. Macht er ihn. Gleich der Eckball durch Marco Reus.
Der Ball ist draußen, gibt einen Eckball. Der Ball wurde weggefaustet. Da kommt der Pass, aber der Verteidiger ist da. Fairer Einsatz hier. Den Ball treibt Aubameyang nach vorne. Den Zweikampf führt er sehr gut. Sie sind geduldig und warten auf die Lücke. Bei der Abwehr wird das nicht leicht. So. Der Angriff ist erstmal vorbei. Sie verlieren den Ball. Gibt Einwurf. Geht direkt weiter. Schneller Einwurf. Castro am Ball. Und der Ball in Richtung Aubameyang. Das könnte eine Gelegenheit werden. Abgepfiffen die Aktion. Freistoß gegen Dortmund. Jetzt müssen sie aufpassen. Jetzt liegt es vor allem an den Kreativen, hier mal eine Idee zu entwickeln. Sonst kommen sie gegen die Abwehr nicht durch. Sie lassen den Ball gut laufen. Schwer für den Gegner, das zu unterbinden. Und jetzt die Chance. Und hier ist der Torwart. Mit der Faust kann er hier retten. Jetzt gibt's Eckball für den BVB. Marco Reus. Kein schlechter Kopfball hier, aber trotzdem der Ball vorbei. Da war mehr drin. Er hat den Ball wohl nicht voll getroffen. Da kommt der Kopfball, aber gehalten vom Torhüter. Jetzt gibt's den Endspurt. 3 Minuten Nachspielzeit. Jetzt Aubameyang. Sie müssen schneller spielen. Dann könnten sie die Defensive überraschen. Und zur Pause haben beide Teams noch alle Chancen. Es steht 1:0. Alle warten im Signal Iduna Park auf die zweite Hälfte. Es kann weitergehen. Sie warten ganz geduldig auf ihre Chance. Vielleicht müssen sie das Tempo aber auch noch mal anziehen, um hier zu einer Torchance zu kommen. Der BVB hier mit dem nächsten Angriff. Sie bekommen eine Ecke. Werfen wir noch mal einen Blick auf diese Chance. Den hat er eigentlich gut platziert. Viel hat ja nicht gefehlt. Sokratis! Er versucht's. Und das Tor. Und noch eins. Sie sind hier klar besser und belohnen sich mit diesem Tor.
Das Tor sehen wir jetzt noch mal in der Verlangsamung. Im zweiten Versuch machen sie hier das Tor. Schaut doch gut aus. Es steht 2:0. Bisher spielen sie hier ohne große Probleme. Abgepfiffen. Es gibt den Freistoß. Das könnte gefährlich werden. Das macht er gut. Gleich wird hier gewechselt. Die Gäste werden einen frischen Mann bringen. Und jetzt haben sie den Ball. Martin. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Groß. Guerrero. Defensive ist gut organisiert, da kommen sie nur schwer durch. Und jetzt vielleicht die Chance, gibt Ecke. Der Trainer muss reagieren, sie liegen nach wie vor hinten und versuchen es jetzt nochmal mit einer Auswechslung. Und jetzt ist der Ball geklärt. Aubameyang. Jetzt kommt der Schuss. Der Ball ist drin. Tor für Dortmund. Das ist große Klasse, wie er das Tor hier macht. Und dafür ist er ja bekannt, ein absoluter Edeltechniker. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. Und mit dem 3:0 sorgen sie hier für klare Verhältnisse. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Der Angriff sah gut aus, aber dann kommt doch noch ein Gegenspieler dazwischen. Jetzt vielleicht der BVB. Sie suchen die Lücke. Flanke kommt, wird das eine Chance? Da kommt der Torwart mit einer Faust dran. Der Ball ist draußen, gibt Einwurf für Dortmund. Gleich wird hier ausgewechselt. Dembélé. Jetzt Aubameyang. Da holt er den Ball zurück. Und jetzt gibt es Einwurf für Dortmund. Gonzalo Castro. Guerrero. Guter Ball vom BVB. Da zieht er ab. Und den Ball hat er. Ja, das dürfte ihm jetzt mal gut tun, denn die Leistung bisher war nicht wirklich gut. Jetzt wird es die Auswechslung geben.
Gonzalo Castro jetzt. Und jetzt ein Schuss. Weigel. Und Aubameyang. Da kommt der Schuss. Jetzt kann er noch eine Ecke reinbringen. Jetzt schauen wir uns mal den Teamvergleich in puncto Ecken an. Guerrero. Und wieder die Dortmunder in der Offensive. Macht er ihn! So wird das nichts mit dem Tor. Der Torhüter ist da. Die nächste Ecke. Nochmal eine gute Gelegenheit. Kopfballchance. Er versucht es mit dem Kopf, aber der Ball geht vorbei. Schade, das war eine richtig gute Chance. Jetzt ist das Spiel gleich um und man muss sagen, spannend war es nicht heute. Dazu waren sie zu überlegen. Da ist er aufmerksam und hat den Ball. Klasse! Reguläre Spielzeit ist um, aber es gibt 4 Minuten obendrauf. Wird's jetzt gefährlich? Fahne ist oben. Da ist er etwas zu früh losgelaufen. Regerie. Alfredo Morales. Das war's, der Schlusspfiff und damit der Sieg für Borussia Dortmund. Einseitiges Match, klarer Sieger. Sind wir uns einig? Ja, sehe ich ganz genauso. Sie haben das Spiel eindeutig beherrscht und damit verdient gewonnen. Ein gutes Spiel von ihm heute, kann man nicht anders sagen. Super Leistung. Hat sein Tor gemacht. Das Team hat den Sieg eingefahren. Da kann man sich schon mal freuen. Und jetzt die Chance. Und hier ist der Torwart sich. Mit der Faust kann er hier retten. Sokratis! Er versucht! Der Schuss. Der Ball ist drin. Tor für Dortmund. Und wieder die Dortmunder in der Offensive. Macht er ihn. So wird das nichts mit dem Tor. Der Torhüter ist da.